Alle Menschen lachen gerne. Humor erzielt Aufmerksamkeit, löst positive Emotionen aus und stärkt den Gruppenzusammenhalt. Diese Breitenwirkung will das WU-Institut für Nachhaltigkeitsmanagement nützen und widmet sich in seinen aktuellen Lehrveranstaltungen dem Thema Humor und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Umweltschutz sind per se einmal Themen, die recht wenig mit Humor zu tun haben. Sehr häufig wird als Einschränkung erlebt, als schlechtes Gewissen. Wir wollen in unserer Lehrveranstaltung genau das Gegenteil. Wir wollen über Pointen, wir wollen über Lachen, Inhalte ankern, in Erinnerung behalten. Der Kabarettist, Autor und Schauspieler Florian Schäuber erzählte aus seinen langjährigen Erfahrungen mit Satire und Humor. Eine Möglichkeit, Dinge unters Volk zu bringen, von denen man etwas Anliegen hat, dass es mehr Leute wissen. Humor kann da durchaus verankernd wirken und gleichzeitig auch verarbeitend wirken, weil über Dinge, über die ich lachen kann, vor denen fürchte ich mich weniger. An der Podiumsdiskussion mit Florian Schäuber haben Studierende, Forscherinnen und Forscher der WU Wien und Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten teilgenommen. Und ihr Humor ist sehr verschieden. Wenn etwas wertschätzend, aber übertrieben dargestellt wird. Ich glaube, jeder Mensch ist lustig. Teilweise über Grenzüberschreitungen, wo man dann so die Luft anhält und sagt, hat er das gesagt? Ja, ist die beste Methode, um mit Weltschmerzen umzugehen. John Oliver lache ich mich tot, Stephen Colbert lache ich mich tot, über Trump kann ich schon nicht mehr lachen. Ich finde, es gibt viele absurde Sachen in der Welt, die einerseits die Nachhaltigkeitsdiskussion anheizen und andererseits bekommt man dann geschälte Eier in Plastikverpackungen. Florian Schäuber bot interessante Einblicke in das Handwerk des Satirikers. Inspirationsquellen ist für mich die Realität. Also ich bin jemand, der sich für Politik interessiert. Ich verfolge viele Medien, ganz altmodisch. Ich tue Printzeitungen noch lesen und schneide mir manchmal sogar Artikel daraus aus und verknüpfe dann manchmal Dinge, die mich aufgefallen sind, die mich interessieren, zu etwas Neuem. Humor und anspruchsvolle wissenschaftliche Themen. Kann das überhaupt verbunden werden? Wer mit Humor und mit Satire arbeiten will, muss sich in einem Thema sehr gut auskennen. Damit ist es die Voraussetzung, sich mit einem Thema fundiert zu beschäftigen und auch eine innere Haltung dazu zu entwickeln. Nachhaltigkeit und Humor ist nicht nur ein Thema für Kabarettisten, auch für interessante Lehrveranstaltungen an der WU.